Jo, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Heute zeigen wir euch, wie man bei einem 203, in diesem Fall natürlich wieder an meinem, die Stoßstange demontiert. Also hauptsächlich geht es heute darum, die Scheinwerfer zu wechseln. Ich habe mir neue gegönnt. Dafür muss die Stoßstange abgebaut werden. Das heißt, dafür ist das Video dann natürlich auch verwendbar, wenn ihr das mal tun müsst. Jo, und dann legen wir mal los. Als erstes haben wir natürlich aufgebockt, Räder runtergenommen. Denn wir müssen hier im Radhaus die Verkleidung lösen. Da haben wir hier so ein paar, sieht man dann schon, Clips. Also Kunststoffnieten, die müssen wir alle entfernen. Und dann ist hier oben irgendwie so eine Metallschiene und noch ein paar Schrauben. Das gucken wir uns aber dann an, wenn wir die Verkleidung weg haben. Ich nehme euch mal eben in die Hand. Wie ihr sehen könnt, hier ist schon lose. Wir nehmen jetzt noch, braucht mal Licht, da hinten die beiden Schrauben mit dem 10er Kopf los und dann von unten sind da noch so ein paar Kunststoffniete hier so rundherum. Dann hat man hier diese Klappe raus, die man ja auch nur wegnehmen, die man also einzeln ja wegnehmen kann, um zum Beispiel an Nebelscheinwerfer ranzukommen, an die Birnen oder an die auf dieser Seite an den Waschwassertank und an die Waschwasserpumpen. Ich muss mir übrigens korrigieren, es sind drei von diesen Schrauben, aber gut, das sieht man ja. Ja, jetzt nehmen wir den Scheiß nochmal weg. Ja, wir müssen das gerade alles selber so ein bisschen zurechtfummeln, weil wir das noch nicht gemacht haben. Aber du hast hier schon alles weg. Hier unten können wir nochmal eben erzählen. Wir haben jetzt den Innenkotflügel, also die Radhausschale, wie man sie eigentlich nennt. Kannst du wegnehmen? Ja. Genau. Haben wir jetzt unten, seht ihr hier, da sind noch. Achso, sieht man das jetzt? Ja, ich habe untergefilmt sonst. Genau so. Muss man mal eben hier die drei Löcher, die man ja sieht, da sind Clipse drin und sonst ist da nichts. Und Dominik könnte sein Auto mal sauber machen und hier liegt eine W5W-Birne drin. Ja, die ist neulich runtergefallen. Es kommt also, nichts weg. Falls noch jemand eine Birne braucht, ja, hab gerade eine gefunden. Könnt euch bei uns melden. Ist jetzt Sammlerstück. So. Schon kriegt man das hier weit weggebogen. Dominik, magst du mir die Kamera in die Hand nehmen? Achtung, wackelt! Und zwar ist da oben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, da ist so eine etwas dreckige Schraube. Die muss jetzt raus und dann ist das hier an der Seite schon komplett. Genau, da muss man nur die Schiene, da ist so eine Metallschiene, die muss man noch weghebeln und dann. Aber das ist alles kein Problem. Aber wir werden euch einfach jetzt mal eben hier die Seite aus unserem auf dem Selbsthilfebuch einblenden, wo man das auch mal sieht. Habt ihr ja gesehen jetzt, wo man die Schrauben überall ran muss. Und dann machen wir jetzt mal weiter hier. Genau. Ja, diese Seite ist jetzt soweit ausbaubereit sozusagen. Müssen wir noch die Schraube lösen. Jetzt machen wir die andere Seite erstmal. Und das wird Dominik jetzt machen. Ich gucke in der Zeit mal eben, was wir noch so machen müssen. Und zwar haben wir hier oben an der Motorhaube, da sind noch neben den Kühlerverkleidungen, zwei Schrauben, die müssen noch auf jeden Fall weg. Und unten in der Mitte und neben der Unterbodenverkleidung, da müssten auch noch welche sein, wenn wir das jetzt richtig gesehen haben. Das werden wir uns jetzt nochmal eben angucken und uns dann gleich bei euch melden. We'll be right back.
jetzt, ihr habt ja gesehen in der Buchseite, wenn ihr da mal Pause gedrückt habt und das vielleicht auch durchgelesen habt, könnte man ja vergleichen, die Stoßstange, die hier ist anders. Im Buch ist nämlich eine AMG-Front. Da ist hier ja so ein größeres Gitter am Nebelscheinwerfer. Dann ist da die Schraube drin und diese ist jetzt hier in dem quasi Mittelgrill mit dem 8er Kopf. Auf der anderen Seite hat Florian die schon rausgedreht. Und ich drehe diese Seite eben raus. Und dann dürfte das alles schon funktionieren. Da ist sie. Und dann müsste die jetzt theoretisch, hast du die Bleche weggemacht? Nee. Ja, die müssen wir noch wegmachen. Diese komischen Klemmbleche im Kotflügel noch weghebeln und dann müsste die eigentlich runterkommen. Ja, aber die eine schon mal raus, so sehen die aus, sehen ganz schön scheiße aus. Rostmäßig, aber passt schon. Sie sind auf dem Boden einfach, ey. Schön auf die Packung mit dem Schoß gemacht. Theoretisch sollte er jetzt. So, wir werden uns mal dran versuchen. Warte mal, hier ist ja noch der eine Stecker. Den muss ich ja noch abziehen. Wie geht denn der weg? Hast du den Stecker vom Nebelscheinwerfer weg? Nö. Du hast den ganzen Sensor mit rausgenommen, passt. Ja, alles okay. Also auf dieser Seite muss man noch den Temperaturfühler, das ist am Kabelverlauf vom Nebelscheinwerfer quasi mit dran. Einfach rausziehen vorsichtig. Natürlich die Stecker von beiden Nebelscheinwerfern ab. Was hast ich du? Jetzt machen würde, wenn wir den abziehen? Nö, kommt doch so ran. Okay. Fällt in diesem Augenblick raus. Ach ja, gut, hier ist das ein bisschen scheiße. Okay. Stecker ab. Stecker ab und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Mit ganz viel Gewalt. Vorsicht. Ja, so irgendwie. Jetzt ist hier noch die PDC. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ist denn der verriegelt? Ich sehe es nicht. Ja. So, jetzt seht ihr die Stoßstange ab. Ich zeige euch mal eben hier den. Das ist dieses Ding hier, den muss man, also diese Laschen hier einfach zur Seite weghebeln, dann kann man den nach oben wegziehen und dann zieht man die Stecker einfach auseinander und dann war's das. Alles gar kein Problem. Und schon sieht das Auto todeszerstört aus. Ja, wie immer. Okay, ja. Dann geht's jetzt gleich weiter mit den Scheinwerfern. Genau, das ist nämlich auch eigentlich gar kein Problem. Das sind nämlich nur zwei Schrauben. Drei eigentlich. Drei. Ja. Ja, die sind nämlich hier an den Einstelldingern mit fest. Genau, das sehe ich auch gerade. Zeig das doch mal eben. Hol mal die Kamera mit. Jo. Wo ist der Hebel? So. Folgendes, wir haben jetzt drei Schrauben in dem ganzen Scheiß. Einmal hier. So, Moment, Zoom weg, jetzt geht's los. Eine da. Einmal da. Eine da. Und dann haben wir hier die Führung vom Stoßfänger, genau, die den Scheinwerfer mit festhält. Okay. So, jetzt nehmen wir den Scheinwerfer vorsichtig raus. Was nicht geht, weil Kabel zu kurz. Gut, das zeigen wir euch gleich. Also der Stecker, kommt man da hier vernünftig hin? Wo ist er überhaupt? Wo ist der Stecker eigentlich? Ja. Bauen wir wieder ein halbwegs, dann komme ich da glaube ich besser hin. Oder auch nicht. Aua, mein Finger. Wo ist das Kabel denn so kurz? Lass mich mal gucken, bitte. So.
Also ein Stecker, das ist so ein breiter Stecker. Der hat zwei Nasen hinten, einfach zusammendrücken, dann entriegelt der. Dann muss man ihn halt ein bisschen runterziehen. Kommt er? Nee, ich brauche einen Schraubendreher oder sowas. Muss ja eigentlich nur von außen reindrücken. Lass mal so. Leuchten hier rein. So, wo ist die Lampe? So zum Runterhebeln, ja genau. Kann auch mit dem Schraubendreher hinter den Stecker und dann geht das auch. Ja, ja. Jetzt habe ich die Zehn-Dinge nicht vergessen. Hä? Achso, und natürlich die pneumatische Leuchtweitenregulierung. Die einfach nur raufgesteckt ist, glaube ich. Ne? Ich gucke noch mal eben hier ins Buch. Da steht, das ist Stoßfänge abbauen. Wir blenden euch jetzt dann noch mal eben, haben wir ja vorher vergessen, die Seite vom Scheinwerfer aufbauen ein. Pneumatikleitung für automatische vorsichtigen Schraubendreher abdrücken. Bruchgefahr des Steckprofils. Dieses hier. Hat hier auch Spannung ein bisschen. Und den hier so nach unten. Ja, genau. Zack. Genau so. Ja, das ist, kann man das jetzt sehen hier im Bild. Wir zoomen noch mal ein bisschen dichter. Ist das schlimm, wenn der jetzt runterfällt? Ja, okay. Der Scheinwerfer ist ja noch in Ordnung. Ich habe nur welche, die dann. Kann man es einigermaßen sehen, also einfach vorsichtig runterhebeln, dass da nichts bricht und dann passt es schon. Gut, so ist einfach ist der Scheinwerfer ausgebaut. Naja, einfach. Ja. Und das Auto sieht ein bisschen zerstört aus jetzt. Ja, wir bauen noch die andere Seite aus und dann holen wir die neuen und setzen die rein. Bis gleich. So, dann sind wir wieder. Hier sehen wir den neuen Scheinwerfer. Rechte Seite ist schon eingebaut. Ich habe schon die Pneumatikleitung wieder angeklemmt, einfach nur raufdrücken von unten. Dann nehmen wir den Stecker. Auch einfach nur kräftig aufdrücken. Und packen den Scheinwerfer dahin, wo er hingehört. Nicht wundern, das sieht erstmal so aus, als wenn das nicht passt. Aber setzt nach und nach die Schrauben an. Und dann wird das passen. Wenn ihr die richtigen Scheinwerfer gekauft habt, natürlich. So, natürlich noch nicht ganz festdrehen. Müssen wir ja gleich noch ein wenig ausrichten. Eins fest. Ja, der muss. So, das kommt nachher mit der Stoßstange, würde ich mir schätzen. Nee, das ganze Ding muss irgendwie. Hast du das Gefühl? Nein. Oh. Oben oder da, ah, da muss er hin. Da muss er hin. Das sieht gut aus. Ja. Ja, gut, das ist gut so. Schön Zeit lassen beim Einstellen, sonst sieht es nachher grob aus. Komisch aus. So, haben wir das. Gut, Scheinwerfer eingebaut, jetzt setzen wir gleich die Stoßstange wieder ran. Geht gleich weiter. So, wie ihr seht, beide Scheinwerfer drin. Jetzt setzen wir die Stoßstangen wieder ran. Wenn es unbedingt sein muss. Wir setzen die erstmal nur ein bisschen vor. Wir müssen ja auch gleich erstmal die ganzen Stecker da wieder anbauen. Oder kriegen wir das auch hin, wenn die drauf ist? Mach das doch jetzt. Den dicken Stecker unten zumindest. Ja. Noch können wir die so halten. Also, erstmal jetzt Stecker ranstecken, alles wo wir rankommen. Und das irgendwie passt. Und was nicht im Weg ist. Und dann. Danach gucken, dass man da vernünftig einen Anfang mit der Stoßstange findet. Den einfach nur so rein? Der ist einfach nur reingestackt. Ja, weil hier eine komische Nase ist. Der rastet dann so einer Plastiknase ein. Hier rastet gar nichts ein. Dann hält er einfach so. Wenn er so rausgekommen ist, muss auch so wieder reingehen. Dann setze ich hier auch gleich den Stecker vom Nebelscheinwerfer ran. Willst du das auch? Hast du schon? Du bist ein Tier. Ich bin aber auch ein geiler Macker, ich weiß das wohl. Du musst ein bisschen den Kotflügel heile lassen, ne? Richtig, das ist der Master-Tipp. Lass den Kotflügel dabei heile. Was ist das hier? Hast du das bei dir auch? Was zur Hölle?
Ja, habe ich. Das muss in den Kotflügel wahrscheinlich. Ja, das ist hinter den Kotflügel irgendwie, ne? Ja, da zieht man die Kotflügel einfach unten an der Ecke ein bisschen raus. Ja, habe ich gerade schon wieder dran. Hab's. Ich auch. Perfekt. Ist perfekt. Ja, sieht gut aus. Toll. So, und spannen wir das an die Stelle. Pass auf. Perfekt, Alter. Ja, sieht gut aus. Genau, so, und jetzt setzt man die ganzen Schrauben wieder rein, wo sie hingehören. Und dann? Aber ich denke, das brauchen wir nicht zu machen. Nicht zu machen. Nee, nur so. Nur so? Ja. Nein, ich wollte nochmal eben. Na, jetzt sieht man das Endergebnis mal eben schön. Ich finde, es sieht super geil aus. Die sehen halt original so aus wie die Serien- oder originalen Xenon-Scheinwerfer. Nur halt das, mit Halogen. Genau. Ne? Also ist aber halt Nachbau. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Und die sind halt auch, falls man mal neue braucht, also unbedingt haben muss, weil die halt kaputt sind, deutlich günstiger. Also zum Preis, was ich jetzt hier bezahlt habe, kriegt man bei Mercedes, glaube ich, gerade mal, wenn überhaupt, einen originalen Halogenscheinwerfer. Nee, einen halben. Ja, einen halben vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall ist es günstiger. Ja. Ja, und dann, ja, wir setzen die Schrauben jetzt mal alle wieder ran. Wie gesagt, das kriegt ihr ja dann hin, wenn ihr das abgebaut habt auch. Und dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen und wünschen euch wie immer viel Spaß beim Schrauben. Ja, Video doch noch nicht ganz vorbei. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier jetzt Originalscheinwerfer liegen. Ja, werde ich wieder einbauen. Bin jetzt einige Tage oder ein paar Tage mit den Scheinwerfern rumgefahren und habe diverse Leuchtmittel ausprobiert. Das Leuchtbild der Scheinwerfer ist absolut katastrophal. Kann ich nicht anders sagen. So richtig hell ist es auf einem 2 Meter breiten Streifen, der so 3-4 Meter vorm Auto beginnt. Der Rest hat einfach Dunkelfelder, das ist nicht feierlich. Also ja, der Verkäufer, nehmen die zurück, habt ihm das geschrieben, so und so, Leuchtbild scheiße, diverse Leuchtmittel ausprobiert, hat dann nochmal gefragt, ob die eingestellt waren. Natürlich habe ich die in der Werkstatt einstellen lassen, Scheinwerfereinstellung, ganz klar. Und welche Leuchtmittel habe ich ihm auch geschrieben, was ich genommen habe. Ja, jetzt nehmen sie die zurück, alles in Ordnung von daher. Und ja, als kleinen Bonus habe ich mir gedacht, weil ich das hier jetzt nämlich gerade mache, will ich die Scheinwerfer mal ein bisschen, ja, pflegen, sagen wir es mal, und anschließend versiegeln, also beziehungsweise einmal richtig schön reinigen und versiegeln, bevor ich die wieder einbaue. Dafür, also grob sauber sind sie ja, so, dafür habe ich jetzt, den habe ich mir mal irgendwie so, keine Ahnung wo gekauft, ich glaube Aldi oder was, stellt egal. Da kann man aber auch, also den habe ich jetzt nur noch da. Dafür kann man aber auch einfach sich ein Spüliwasser nehmen. Nein, Spüli nicht, aber Eiswerkreiniger soll funktionieren. Oder am besten einfach Autoshampoo und Wasser, ein bisschen gemischt in eine Sprühflasche. Und eine schöne Reinigungsknete. So, ich stelle mich mal hin. Ein bisschen weiter zurück hier. Großzügig einsprühen, auch die Knete. Hin und reibt das hier schön rüber und hole so mit den ganzen, ja, hartnäckig festsitzenden Dreck, der da drauf ist, runter. So, und jetzt merke ich schon, falte die Knete jetzt noch mal einmal, aber jetzt merke ich schon langsam, gleitet überall gut rüber, das heißt, da ist jetzt der Dreck komplett runter. Das funktioniert wunderbar so. So, dann haben wir hier einmal einen Lappen. So, und jetzt nehmen wir ja was zum Reinigen, zum Entfetten halt auch, weil ich jetzt noch eine Versiegelung auftragen will. In dem Fall, das ist ein Polycarbonatscheinwerfer, dann nimmt man kein Isopropanol, also überhaupt nichts Alkoholhaltiges, weil das kann passieren, dass einem der Scheiß dann aufspringt. Ich habe hier nämlich zum Beispiel gerade einen schönen Steinschlag drin. Ja, das könnte passieren, dass das dann aufspringt. Ich habe einen alkoholfreien Plastreiniger jetzt einfach. Eine frische Stelle von dem Tuch hier. Damit es wirklich
trocken ist auch und alles. Nehmen wir einmal ein Waffeltuch hier drüber. Zack. So. Jetzt nehme ich hier meine Versiegelung. Das ist in dem Fall Glaco. Roll-On. Das ist eigentlich eine Scheibenversiegelung, funktioniert aber wunderbar auf dem Scheinwerfer. Und ja, drück mir da so ein bisschen was hier raus und verteile das einfach hier drauf. So, das reicht. Ja, das sieht gut aus. Ja, das lässt man jetzt je nach Temperatur 5 bis 10 Minuten ablüften. Und dann tragen wir das ab. Das heißt, ich bin gleich wieder da. So, das waren jetzt so ja, 5 bis 10 Minuten. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, aber hier drin ist es ja auch nicht kalt. Also da würden 5 Minuten wahrscheinlich auch reichen. Jetzt nehmen wir ein nasses bzw. feuchtes Mikrofasertuch. Und holen damit die Überschüsse runter. Ich glaube, das reicht noch nicht. Das ist noch nicht nass genug. Also das ist jetzt auch nur Wasser aus dem Sprühbuddel hier. So. So. Jetzt nehmen wir auch hier nochmal. Das ist wirklich trocken. Das ist einmal das Tuch. So. Das war's schon, so einfach ist das. Klar, bei so einem kleinen Scheibenwerfer geht es auch sehr schnell. Bei einer Scheibe ist es mehr Arbeit. Kleiner Tipp, wenn ihr es auf einer Scheibe macht, poliert die Scheibe vorher. Also reinigen und kneten auf der Scheibe, ja, kann man auch. Aber auf jeden Fall polieren. Das ist gerade auf der Scheibe ganz wichtig, weil es hält nicht so lange. Und man hat dann auch oft, dass es schliert, wenn man die Wischer dann nochmal benutzt oder dass die Wischer hoppeln. Also bei einer frisch polierten Scheibe polieren, nochmal reinigen, auch mit Isopropanol, dann vorher die Scheibe. Da kann man es ja ruhig machen auf dem Glas. Und dann das Zeug darauf, top. Also ich habe das bei mir seit, ich glaube, Oktober drauf und wir haben jetzt Februar ist ja schon. Ich habe es sogar schon länger. Also auf jeden Fall top Zeug, muss ich echt sagen. So, und jetzt um euch das mal zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ich gehe einfach mal hier ein bisschen dichter ran. Schön, dass hier runterläuft jetzt. Ach, ich liebe das. Ja, so soll das dann aussehen. Ich sage ganz klar dazu, auch hier Polycarbonat ist es nicht ganz so geil, also ganz so toll vom Abperlen wie auf dem Glas, auf der Glasscheibe. Aber ich finde das völlig in Ordnung. Für den Scheinwerfer reicht mir das. Auf der Scheibe ist es besser, da ist es richtig super. Ja. Jetzt war es das dann aber wirklich mit diesem Video. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schrauben.